Ja, hallo, mein Name ist Dietmar Schultke. Ich komme aus Goitzen im Spreewald und erzähle heute über meine Kindheitserinnerungen im Kalten Krieg. Ich bin im Jahr 1967 geboren, da stand die Mauer im sechsten Jahr. Und ich kenne meine Kindheit und Jugendzeit eigentlich nur mit der Berliner Mauer und mit dem Kalten Krieg. Wie das so war, darüber will ich heute berichten. Ich hatte eine spannende Kindheit, die ich eigentlich so niemandem nochmal wünsche, aber es ging ja gut aus mit einer friedlichen Revolution und so lade ich jetzt ein auf eine Zeitreise durch meine Lebensgeschichte. Ja, hinter Lübben auf dem Dorf am Schwielochsee aufgewachsen, habe ich den Kindergarten besucht und dann ab der ersten Klasse wurde ich Jungpionier, trug ein Halstuch und war begeistert von der ganzen Situation, in der ich hineingeboren wurde. Ich war ein glücklicher Pionier, habe gerne an Pioniernachmittagen mitgemacht und eine erste Uniform getragen. Ja, die ging dann bald in eine Beförderung über, denn in der dritten Klasse wurde man automatisch Kehrmann-Pionier. Und da habe ich meine erste Vereidigung in Liebrose am Mahnmal für die Opfer des Faschismus bekommen. Das war richtig feierlich. Dann wurden wir von der Schule mit dem Bus hingefahren, dann wurde die Fahne gehisst und wir mussten halt diesen Eid schwören und wie beim Militär dann diesen Gruß machen. Und ich fand das dann auch noch ganz in Ordnung, bis dann ein Jahr später ich in meinem kleinen Heimatdorf Besuch bekam von einer Amerikanerin aus New York City. Und damit wurde der Kalte Krieg für mich ganz spannend und heiß. Ich war richtig heiß auf Amerika als Jugendlicher, denn wir spielten Cowboy und Indianer. Und das machen die Kinder heute noch. Und als ich nun hörte, da kam eine Frau aus Amerika in mein Dorf, die war bei meinem Onkel zu Besuch, da musste ich unbedingt hin und die Tante aus Amerika, in Anführungszeichen, besuchen. Mein Onkel, der hatte nämlich ihre Mutter in Pflege. Also sie war eine Deutsch-Amerikanerin, die nach dem Krieg ausgewandert war und schon über 30 Jahre in New York lebte und nun ihre Mutter in meinem Heimatdorf besuchte. Wir freundeten uns an, wir gingen gemeinsam Pilze suchen, gingen spazieren und wir erzählten uns jede Menge. Und sie schwärmte von Amerika, wie toll es dort ist und dass New York die schönste Stadt der Welt ist, wo sie lebt. Und ich kannte die Wolkenkratzer, die Freiheitsstatue. Ich fand Amerika und New York auch super. Im Fernsehen gab es auch die tollen Fernsehserien. So tauschten wir dann unsere Adressen aus und es entstand eine Brieffreundschaft. Nun war ich im Kalten Krieg in meinem Dorf und habe dort auch die Rote Armee erlebt. Das waren ja unsere Freunde, so hat es uns unsere Lehrerin erzählt. Und ich mochte auch das Militär und sammelte zum Beispiel russische Militärabzeichen. Das größte Schmuckstück in Anführungszeichen, das ich aus dem Kalten Krieg noch habe, ist eine russische Munitionskiste. Die hebe ich mal hoch und hier habe ich meine kleinen Schmuckstücke drin aus dem Kalten Krieg. Ich öffne die Kiste jetzt und präsentiere nach und nach die einzelnen Erlebnisse, die damit in Zusammenhang hängen sind. Ja, als erstes meine vielen Briefe aus Amerika. Meine Freundin, die hatte über 12 Jahre bis zum Berliner Mauerfall mit mir Briefkontakt gehabt. Und ich habe so viele Briefe von ihr und die meisten habe ich auch alle aufgehoben und das war sozusagen mein Internet, mein Kontakt mit der weiten Welt. New York ist ja auch der Sitz der Vereinten Nationen und diese ganze magische Stadt, die hat mich fasziniert und wir haben uns viele Briefe geschrieben. Ja, dann wollte ich eigentlich auch mal nach Amerika. Wir kennen das heute, die 14-Jährigen dürfen für ein Jahr, wenn sie Interesse haben, als Austauschschüler nach Amerika überhaupt kein Problem. Doch zu meiner Zeit sah die Realität völlig anders aus. Da gab es nämlich ein Reisegesetz, das hat mir vorgeschrieben, ich darf nach Amerika. Aber wann darf ich nach Amerika? Da habe ich das alles recherchiert und die Antwort war,
wenn ich in Rente gehe. Mit 65 Jahren war man in der DDR Rentner, dann hat einem laut Reisegesetz die Ausreise zugestanden. Nun war ich 14, 15, als mich meine Freundin eingeladen hatte und ich dachte mir, wow, 50 Jahre warten, bis ich meinen Traum von der Reisefreiheit erfüllt bekomme, das ist happig. Ein halbes Jahrhundert für eine Reise nach Amerika warten. Tja, meine Freundin wollte mir die Reise bezahlen. Die hat gesagt, ich soll doch mal, ganz naiv hat sie das geschrieben, zur Volkspolizei gehen und sagen, dass ich das Geld bekomme und die sollen mir doch ein Visum ausstellen. Es entstehen keine Kosten für die DDR. Ja, das war natürlich irre. Hätte ich es gemacht, dann hätte ich sofort Kontakt mit der Staatssicherheit bekommen. Denn wer so eine Reisepläne hatte, der war verdächtig und wurde von der Staatssicherheit herangenommen. Ich muss dazu sagen, meine vielen Briefe aus Amerika, die haben die Stasi manchmal auch vermutlich tangiert. Hier sind die ganzen und manchmal kam es vor, dann hat sie mir zum Beispiel, oder ich habe ihr zu Weihnachten geschrieben und die kamen dann zu Ostern an, die Briefe. Ja. Dann hat sie so naiv gefragt, ja Dietmar, was meinst du denn, warum die Post wohl so lange braucht? Wahrscheinlich gibt es bei euch jemand, der die noch kontrolliert und die müsste man noch mal zur Schule schicken, weil es ja ein Briefgeheimnis gibt. So habe ich das auch so gedacht. Ja, die Jahre vergingen und dann haben wir uns 1986, da war ich 19 Jahre alt, in Ungarn getroffen und in Budapest über eine mögliche Flucht gesprochen. Ich wollte raus aus dem Einwegglas DDR. Und in Budapest haben wir zum Beispiel dann auch die amerikanische Botschaft besucht. Dann habe ich vor der amerikanischen Fahne gestanden und meine Freundin hatte mir eine Super 8 Kamera mitgebracht und ich habe das rangezoomt und ich dachte, hey, du bist jetzt in Amerika. Jetzt gehst du da rein in die Botschaft und dann bist du frei. Botschaftsflüchtlinge waren damals weit verbreitet und, also weit verbreitet im Sinne, sie kamen selten vor, aber wenn eine Botschaftsflucht passiert ist, zum Beispiel auch in Ost-Berlin, dann war man gleich am Abend in der Tagesschau, in den Weltnachrichten. Und genau davor hatte meine Freundin auch Angst. Die hat gesagt, Dietmar, wir können uns doch wieder in Ungarn treffen, ich bezahle dir auch wieder die Reise, aber hier jetzt eine Flucht riskieren, dann sind wir abends in den Nachrichten und außerdem haben wir auch Angst vor dem kommunistischen Geheimdienst. Ungarn war ja ein kommunistisches Land 1986 und die wollten einfach keinen Stress, sondern sich gemütlich in ihren Flieger reinsetzen und wieder nach Amerika zurückdüsen. Ja, dann bin ich halt zähneknirschend wieder in meine Heimat zurück, in die DDR und habe Frust geschoben, weil ich nach Amerika wollte. 3 Monate später kam dann die Einberufungsüberprüfung. Ich war Jugendlicher, männlich und gemustert. Das heißt, ich musste für 18 Monate eine Uniform tragen. Und jeder DDR-Bürger bekam hier diesen Wehrdienstausweis und den musste man dann eintauschen gegen seinen Personalausweis, den man hatte. Oh, da war ich aber frustriert. Als ich nach meiner Arbeit, ich war damals Dreher und Fräser, nach Hause kam, fand ich auf dem Küchentisch am selben Tag diese ekelhafte Einberufungsüberprüfung. Die sah aus wie so ein Zettel vom Zahnarzt. Und da wusste ich, jetzt kommt Vater Staat und krallt mich und will mich in eine Uniform stecken. Und die andere Post, die ich bekommen hatte, das war von meiner Freundin, die war wieder auf Reisen mit ihrem Mann, die war auf Hawaii und hat mir eine schöne Frau aus Hawaii geschickt, am Strand von Honolulu. Oh, das war wie Himmel und Hölle in einem Abwasch. Was ich da auf dem Küchentisch fand, das hat mich einerseits entzückt und andererseits entsetzt. Ich habe die Panik bekommen. Dann bin ich ins Wehrkreiskommando, weil ich, wenn ich dort nicht hingegangen wäre, hätte mich die Volkspolizei abgeholt und das war dann strafbar. Ja, dann hat mich da im Wehrkreiskommando einer gefragt, ein Offizier, so unter 4 Augen, Herr Schultke, können Sie sich einen Dienst an der Staatsgrenze der DDR vorstellen?
Oh, das war eine Kröte. Die musste ich erst mal schlucken, aber ich habe den natürlich nicht von meiner Brieffreundin erzählt. Das wusste der nicht, dann hätte der mich garantiert nicht gefragt, ob ich das möchte. Erste Voraussetzung, warum man als Grenzsoldat in Betracht kam, war nämlich nicht die Brieffreundin in Amerika, sondern eine Verwandtschaft ersten und zweiten Grades im Westdeutschland. Ich hatte keine Verwandten in Westdeutschland und selbst wer welche hatte, wurde dann oft gründlich überprüft und wenn da keine intensiveren Kontakte vorhanden waren, wurde man selbst trotz dieser Verwandten im Westen an die Grenze gezogen. Jedenfalls wurde man damit konfrontiert. Oft wurde auch gesagt, na, junger Mann, Genosse wurde man ja angesprochen, man war dann bei der Armee Genosse, Genosse Soldat. Sie wollen doch in der DDR einen Studienplatz machen und so weiter und so fort. Wenn Sie da studieren wollen, dann können Sie doch auch an der Staatsgrenze dienen. Und so ganz scheinheilig wurden viele Jugendliche für diesen Dienst rangenommen. Und bei mir war eindeutig die Motivation, wenn schon 18 Monate diese Uniform tragen, ja, dann vielleicht kriege ich ja eine Fluchtchance. Also habe ich zähneknirschend gesagt, okay. Mehr habe ich nicht gesagt, ich kann es mir vorstellen. So ganz kurz. Und dann hat er sein Häkchen gemacht und der nächste bitte. Und peng, schon wurde mein Leben auf den Kopf gestellt. Ja, dann musste ich eine Uniform tragen. Und ich habe in meiner Schatzkiste diese furchtbare Uniformjacke, ein Strich, kein Strich und so ein Käppi. Und dann musste ich praktisch meine Identität am Kleiderhaken abgeben, denn man stand unter Befehlszwang und hatte keine eigenen Freiheiten mehr. Tja, das war ein Hammer. Ich habe, bevor ich zur Armee musste, nochmal die Panik bekommen und bin eine Woche vor der Einberufung in das einzige Land der Welt gefahren, wo man mit einem DDR-Personalausweis hinkonnte. Das einzige Land, wo der DDR-Bürger hinkonnte mit seinem Ausweis, mit seinem Personalausweis, war die Tschechoslowakei. Also bin ich nach Prag gefahren und habe dort in einer Schwarzbierkneipe gesessen, die hieß Ufleku, zur Stunde heißt das, zur Uhr. Und da haben sich gern die Deutschen getroffen, auch Ost- und Westdeutsche. Und ich saß da unter Kastanien im Biergarten und habe mein Schwarzbier getrunken. Und gegenüber habe ich gesehen, war ein Mann, der hatte Westzigaretten. Und dann habe ich als Jugendlicher habe ich auch geraucht, gemerkt, oh, Westzigaretten, Marlboro. Na, kriege ich vielleicht eine ab? Habe ich so nach einem Bier gefragt und der hat mir dann Zigaretten spendiert und dann sind wir ins Gespräch gekommen, dann hat er mir noch ein Bier spendiert. Als Jugendlicher hat man ja eh kein Geld und dann hat er sich mir vorgestellt, das war ein Österreicher, der war als Journalist in Prag und der hat eine Reportage über die wunderschöne Stadt an der Moldau geschrieben und nach ein, zwei Bier habe ich dem meine wahre Motivation geschildert und er kam eigentlich aus meinem Fluchtland, denn in Prag habe ich überlegt, an der innerdeutschen Grenze sind die Sicherungsanlagen so mordsgefährlich, da eine Flucht zu riskieren, ist aussichtslos. Aber zwischen Tschechien und Österreich gab es auch einen eisernen Vorhang und der war doch bestimmt nicht ganz so gefährlich, meine Theorie. Und damit habe ich dann den Journalisten konfrontiert und der hat mir leider nicht geholfen bei der Fluchtmotivation. Der hat mir abgeraten. Der hat gesagt, du mach das nicht, du riskierst dein Leben, wenn du da versuchst, über die Grenze zu marschieren. Der wollte mir aber auch nicht beim Chauffieren helfen, zum Beispiel im Kofferraum verstecken. Ich war damals ein bisschen naiv, habe das irgendwie gehofft, aber der wollte mir nicht helfen. Tja, dann war ich wieder frustriert und bin dann in die DDR zurück. Und dann hat das liebe Vaterland in Anführungszeichen Zugriff auf mein Leben gehabt und ich musste 18 Monate an die Grenze. Die Grundausbildung in Eisenach in Thüringen war sehr hart. Da hatte man furchtbare Unteroffiziere, die einem Achten laufen ließen. Man musste den Schrankaufbau ganz genau machen, man musste alles akkurat hinstellen, hinlegen, bügelfrei. Und immer wenn irgendein fieser Unteroffizier, Feldwebel dabei war,
der irgendwie einen auf den Kicker hatte, dann musste man Schikane erdulden. So war mein Stummkamerad, der hieß Hummel von Uckermünde, Soldat Hummel, und der hatte noch was erzählt nach 22 Uhr. Die Tür ging auf, der Feldwebel kam rein, Soldat Hummel raustreten zum Revier reinnehmen. Und das war dann so 21:45 und früh um 5:30 kam er wieder auf die Stube getorkelt und hat sich in sein Bett gehievt und dann hat er uns erzählt, der musste auf den ca. 200 Kilometer langen Kompanieflur alle drei Flure schruppen und bohnen. Und als er das dann durch hatte, ist er ins Bett und eine halbe Stunde später wieder raus zum Frühsport. Also man wurde dort mit Berechnung psychisch fertig gemacht, Widerstand zwecklos. Und wenn du es probiert hast, wurdest du halt rangenommen. Die SED nannte diesen Ehrendienst, also Soldatenzeit war Ehrendienst. Und mir wird bis heute ganz mulmig, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, denn das war kein Ehrendienst, sondern ja, Zwangsdienst. Ich habe mich nie dort haben wollen. Ich habe auch nie meinen Ausweis unterschrieben, meinen Dienstausweis auf dem Foto. Man musste ja dann seinen Personalausweis abgeben. Ich war so frustriert, ich habe nicht unterschrieben. Und da haben sie mich dann auch manchmal, wenn ich in Urlaub weggetreten bin, gefragt. Da gab es ja auch Zugkontrollen. Ja, Genosse Soldat, das ist hier Ihr Wehrdienstausweis, Ihr persönliches Ausweisdokument. Sie müssen doch unterschreiben. Und dann habe ich denen gesagt, nee, ihr könnt mich per Befehl eine Uniform stecken. Meinen Namen gebe ich dafür nicht. Und dann waren die damit irgendwie zufrieden und ich bin halt der Soldat ohne Namen geblieben. Ich habe da nie unterschrieben. Gleichwohl war ich das Rädchen im Getriebe. Und in der Ausbildung, in der Politausbildung in Eisenach hatten wir einen Politoffizier, einen Major Marx, der hieß wie der große Übervater, Karl Marx, Major Marx. Und bei denen hatten wir dann gerne auch diskutiert. Ich war 87 bei der Armee, da war dann schon Michael Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika. Man durfte so über manches sagen, wo man 10 Jahre zuvor noch ins Gefängnis gekommen wäre. Und wir haben, also ich habe gern politisch diskutiert, weil ich ja meine Freundin in New York hatte und ich wollte gern nach Amerika. Das habe ich dem Major natürlich niemals auf die Nase gebunden, aber ich habe gesagt, Abrüstung ist halt nicht bloß im Westen notwendig, sondern auch bei uns in der DDR. Ich war Christ, ich hatte den Schwerter zu Pflugscharen aufnäher auf meiner Jeansjacke zu Hause im zivilen Leben und der war dann auch noch in der DDR verboten. Und das habe ich dem natürlich auch nicht gesagt, aber ich habe gesagt, wir müssen auf beiden Seiten abrüsten. Jedenfalls war ich verdächtig für den Offizier. Und was ich damals nicht wusste, man wurde in Vertrauensstufen eingeteilt. Als jugendlicher Soldat hat der Major geguckt, was ist das für eine Person, was hat er für einen Charakter, wie denkt er. In der Diskussion hat man halt mitgeredet und ich bekam dann von den 7 Vertrauensstufen nur die vorletzte Vertrauensstufe. Das heißt, ich wurde nur im Hinterland eingesetzt. Und zum Hinterland gehörte der Brocken im Harz. Das sollte dann mein Stationierungsort werden. Ja, ich hatte Glück im Unglück, weil ich bekam eine schwarze Schäferhündin zugeteilt. Zu meiner Zeit wurden die Minen abgebaut. Das war 87, aufgrund von internationalen Verhandlungen, auch zwischen Erich Honecker und Westdeutschland, gab es dann noch einen Milliardenkredit vom Westen unter der Auflage, dass die DDR die Selbstschussanlagen und die Minen, die es dort 100.000-fach bis in den 80er Jahren gab, dass diese Minen abgebaut werden mussten. Und zu meiner Zeit war ich halt froh, dass es diese Minen nicht mehr gab. Aber verstärkt wurden dann Hunde eingesetzt, weil die besser hören konnten und schneller alles überschauen konnten, auch in den Hundelaufanlagen. Bis 1989 zum Fall der Mauer waren ca. 3000 Hunde an dieser innerdeutschen Grenze eingesetzt. Ich bekam nun Nena vom Brockenblick, so hieß die schwarze Schäferhündin, die stammte von Zivilisten aus Wernigerode. Es war ein total verspielter Familienhund und der tut mir bis heute leid, weil der halt völlig fehl am Platz bei den Grenztruppen war.
Ja, dann war ich auf dem Brocken im Harz. Und der Brocken war ein verbotener Berg, der höchste Berg des Harzes, Mittelgebirge, der höchste Berg Norddeutschlands, aber er war tabu, weil er war direkt an der Grenze und hatte man, ich habe mir das selber auch zugetraut, in Bennigenstein, also im kleinen Harzstädtchen, eine Wanderkarte gekauft. Und wenn man da eine Wanderkarte vom Harz gekauft hat, hat die aufgeklappt, hat man geguckt, was kann man sich anschauen, was sind da so für Berge. Und der höchste Berg fehlte, weil der war im Grenzgebiet, da war dann nichts, einfach rausgeschnitten. Gab es nicht. Man hätte ja die Karte zu einer Flucht nutzen können. Ja, merkwürdig, merkwürdig. Jedenfalls dieser nebulöse Berg, der dann halt meine Heimat werden sollte für ein Jahr, der hat mich magisch angezogen, denn es war natürlich ein wunderschöner Berg. Man konnte dort auf der Brockenstraße hoch und runter wandern. Und das habe ich mit meiner Schäferhündin auch gemacht. Und wenn man auf der Brockenkuppe stand, ganz oben, da war dann noch eine Mauer drumherum. Und hinter dieser Mauer haben sich Abhöranlagen der Roten Armee und der Stasi befunden. Abhöranlagen, mit denen man bis nach Westdeutschland reinlauschen konnte. Ja, und ich habe dann an der Brockenmauer gestanden. Die Segmente waren identisch mit denen der Berliner Mauer und habe in der Nacht die Sterne bewundert und am Tage die furchtbaren Grenzschneisen. Von Horizont zu Horizont ging mitten durch Deutschland dieser eiserne Vorhang. Und ich werde das nie vergessen, wie furchtbar das für mich war und wie die Landschaft zerstückelt wurde. So ein Stück Kilometer Grenzzaun kostete über 1 Million Mark. Und das war ja nicht bloß ein Zaun, das waren ja zwei Zäune. Der erste Zaun, der ging dann unmittelbar an der Grenze lang. Dann gab es dieses Niemandsland, auch Todesstreifen genannt. Das variierte in der Landschaft von ein paar hundert Meter bis zu 800, 900 Metern. Und dann kam dieser Hinterlandzaun. Und ich durfte nur am Hinterlandzaun marschieren und habe praktisch nie die Gelegenheit gehabt, richtig einen Fluchtversuch zu starten. Ich hätte das ganze Grenzregime überwinden müssen, also zwei Zäune, dann gab es noch versteckte Signaldrähte, es gab diese Hundelaufanlagen. Kurz gesagt, es war resignierend. Ich war richtig frustriert, weil ich völlig aussichtslos dort meinen Dienst ableistete und keine Chance zum Abhauen bekam. Ich habe auch nie zu meinen Soldaten über meine Freundin in Amerika erzählt, denn man hätte ja unter schlimmsten Bedingungen womöglich seinen Kamerad als Stasi-Spitzel gehabt. Jeder zehnte Grenzer war ein Stasi-IM. Das wusste ich damals nicht, aber man hat es gemunkelt. Die Dichte dieser Stasi-Mitarbeiter war enorm und ich habe es nur geahnt und den Mund gehalten und niemand was erzählt. So war ich da festgesetzt, 12 Monate, und habe meine eigene Gefangenschaft bewacht. Das resigniert unheimlich und es war aussichtslos, ja. Ich habe immer überlegt, wie komme ich nach Amerika? Es gab keinen Weg. Und ich hätte es ja trotzdem riskieren können, einfach aus Frust. Aber was wäre dann passiert? Ich hätte meinen eigenen Nachbarn kaltstellen müssen. Ich durfte nie alleine in den Grenzdienst. Unsere Kompanie bestand aus 100 Soldaten und man wusste nie vorher, mit wem gehe ich heute in den Grenzdienst. Also man hat Misstrauen gesät. Das sozialistische Arbeiter- und Bauernkollektiv an der Grenze war ein Terrorkollektiv. Misstrauen war A und O. Man wusste also nicht, mit wem gehe ich heute in den Grenzdienst. Und gut befreundete Soldaten, die hätten ja eine Gruppenflucht organisieren können, die kamen meistens auch nicht zusammen. Also hatte ich dann oft einen, von dem ich überhaupt nicht mochte und dem ich sowieso nicht vertrauen konnte. Jedenfalls hätte ich diesen Nebenmann kaltstellen müssen. Der hatte eine Kalaschnikow mit 30 Schuss Munition im Magazin. Und für den wäre der Kalte Krieg heiß geworden, hätte ich dem gesagt, du, ich gehe jetzt zu meiner Freundin nach Amerika, du bleibst hier. Ich hau ab, dann hätte der mich festnehmen müssen. Und schlimmstenfalls, so haben wir es in der Ausbildung gelernt, nach Anruf, halt, Grenzposten stehen bleiben oder ich schieße, nach diesem Anruf
hätte es einen Warnschuss geben müssen und dann sollte gezielt auf den Fuß oder Arm geschossen werden. So haben wir das in der Ausbildung in Eisenach gelernt. Ja, darauf hatte ich überhaupt keine Motivation und so wirkte dieses atomisierende Grenzregime als Terrorregime auf mich, der eigentlich flüchten wollte. Ich kam nicht raus aus dieser Zwangsjacke Diktatur. Und meinen Nebenmann wollte ich auch nicht kaltstellen. Wie wäre das, wenn ich für meine Freiheit das Leben eines anderen auslösche? Unerträglich. Ich wäre dann nicht mehr des Lebens froh geworden. Solchen Fall konkret hat es auch gegeben. Und ich habe das recherchiert. Das steht hier alles in meinem Buch. Keiner kommt durch drin. Da kann man das ganz in Ruhe nachlesen, wie furchtbar dieses Grenzregime eben auch auf die eigenen Leute gewirkt hat. Ja. Nach einem Jahr war ich dann so frustriert an dieser Grenze, also nach 12 Monaten, dann habe ich mir einfach aus Frust, aus null Bock heraus, einfach nach einer Grenzschicht meiner Kalaschnikow im Wald gelassen. Das habe ich nicht früh geplant. Ich war einfach so frustriert, ich konnte niemandem vertrauen. Ich habe da 8 Stunden runtergerissen. Ich hatte so eine Null-Bock-Stimmung, wo mir dann irgendwo, ja, boah, jetzt ist mir alles egal. So, und dann musste ich rein in die Grenzkompanie und dann hieß es Waffenabgabe. Und dann bin ich zu meinem Oberleutnant, sogenannter Zugführer, hingegangen und gesagt, Genosse Zugführer, gestatten, dass ich Sie spreche. Ich habe meine Kalaschnikow im Wald gelassen. Und der Zugführer wollte mir das nicht glauben, der dachte, ich veralber ihn. Dann habe ich das nochmal gesagt und dann hat er über den Flur gebrüllt. Schultke, willst du mich in den Knast bringen? Oh, das werde ich nie vergessen, den Spruch. Und ich habe so überlegt, warum sagt er nicht, Schultke, dich bringe ich jetzt in den Knast. Nee, der hatte nur Angst um seine kleine Offizierskarriere. Das war ihm wichtig. Ja, nun musste er reagieren. Dann hat er mit der Zentrale telefoniert und das große Tuhu-Bahu, Aufschrei, wie kann das passieren? Dann sind wir raus mit dem Jeep, haben mit einem Unteroffizier die Kalaschnikow gesucht. Die hat dort gelegen, wo ich 8 Stunden gesessen hatte. Dann wurde die Kalaschnikow eingesammelt und ich wurde anschließend zum Soldaten degradiert. Bekam Arbeitsverrichtung und Urlaubssperre. Nun hatte ich mir eigentlich schon was Schlimmeres ausgemalt, nämlich den Militärknast in Schwedt. Da hätten die mich auch locker reinstecken können für so ein Vergehen. Gott sei Dank habe ich im Vorfeld erfahren, dass ich halbwegs milde absolviert wurde, also kein Militärknast. Und das hat mich dann gefreut. Ich brauchte nur noch circa 1 Monat bei der Armee dabei sein, dann wurde ich eh entlassen und so habe ich meine Degradierung wie eine Beförderung genossen. Da kam der oberste Bataillonskommandeur aus Ilsenburg angefahren, eigens in unsere Kompanie. Eine große Versammlung hat stattgefunden. Alle mussten stramm stehen, die 100 Grenzsoldaten, der Oberleutnant und alle haben sie mit den Hacken geknallt. Und ich habe mir so eins reingegrinst. Und dann musste ich hier auf diesen... Auf dieser Jacke hat man diese Schulterstücken zu tragen und als Gefreiter hatte man einen silbernen Balken. Man wurde Gefreiter automatisch nach einem Jahr Dienstzeit und nun wurde ich nach 15, 16 Monaten degradiert, musste das abmachen und diese glatten Soldatenschulterstücken wieder auf die Jacke machen. Ho. Und ich habe das genossen wie ein kleiner Schuljunge, der sich freut, dass er das jetzt machen darf. Also es war eine befreiende Aktion. Ich fühlte mich erleichtert. Und das war dann auch gut so, denn ich wurde als einziger meiner ganzen Truppe als Soldat entlassen. Die anderen waren alle Gefreiter. Und ich war froh, dass ich nicht mehr mit diesem System zu tun hatte. Ich wollte nicht. Jetzt hatte ich nur noch 4 Wochen bei der Armee und die haben mir nicht mehr vertraut, also sollte ich überwiegend auf dem Gelände Wache schieben. Aber selbst da kann man mit diesem Grenzregime in Konflikt kommen. Es gab einen Grenzalarm. In meinen 12 Monaten ist nur 2-mal ein Fluchtversuch passiert und ausgerechnet, als ich Wache hatte, wurde ein Junge gefasst, so ein 19-Jähriger, der wollte in den Westen, wie ich ja eigentlich auch. Den haben sie gefasst. Auf den Straßen sammelten sich die Militärfahrzeuge. Immer wenn es so einen Grenzalarm gab, wurden aus den Nachbarkompanien die Einheiten zusammengetrommelt. Und da stauten sich praktisch die Lkw-Autos mit den Soldaten auf der Straße
Und das war wie ein Riesenaufwand mit mehreren hundert, wenn nicht über 1000 Soldaten und Militärfahrzeugen, um diese eine Person zu fangen. Der wurde gefangen und ich hatte Wachpause. Und auf dem Flur von der Kompanie wimmelte es vor Offizieren, auch Stasi-Offiziere. Und weiß ich, von Halberstadt aus dem Stab sind die angerückt. Es war eine horrende Situation. Und ich musste laut Befehl einen Stuhl ins Vernehmungszimmer bringen. Und da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich hatte Wachpause und auf dem Flur überall Militäroffiziere. Ich konnte dem Jungen nicht helfen. Die Fenster in der Kompanie waren vergittert. Ich konnte nicht sagen, Fenster auf, jetzt hau ab, du hast gerade frei. Nein, ging nicht, war vergittert. Und ich stand mit dem dann für 5 Sekunden alleine im Zimmer, habe den Stuhl hingestellt und habe mich natürlich geschämt. Also ich wollte das nicht machen. Aber ich habe gespürt, wie die Diktatur einen zwingen kann, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde, weil man genau das nicht will, weil man dem Jungen seine Freiheit gegönnt hat. Und der kam dann laut Paragraf 213, unerlaubter Grenzübertritt, ins Gefängnis für seine angeblichen illegalen Gesetzesverstöße. Bis zu 8 Jahre konnte man in der DDR für versuchte Republikflucht inhaftiert werden. Wenn man sich das heute vorstellt, weil einer von Deutschland nach Deutschland will, unvorstellbar. Ja, und damit kann ich nur sagen, bin ich froh, dass wir heute diese Reisefreiheit und die friedliche Revolution erleben durften. Ich wurde 1988 entlassen, habe dann als Krankenpflegehelfer in der DDR im Krankenhaus gearbeitet und habe am 9. November mir in Berlin, im Berlin Bahnhof Friedrichstraße, ein Ticket für eine Fahrkarte nach Prag gekauft. Ich wollte dann theoretisch weiter über die Westdeutsche Botschaft nach Prag ausgeliefert werden nach Westdeutschland. Das hatte sich ja dann am 9. November erledigt, denn in dieser Nacht fiel die Mauer und es ist kein einziger Schuss gefallen. Und damit ist das ein wunderbares Happy End geworden, von dem ich mir noch ein halbes Jahr vorher es nicht hätte geträumt zu haben. Also ein Weltwunder für mich, dass diese friedliche Revolution und dieser Mauerfall ohne einen Schuss über die Bühne ging. Und dafür bin ich bis heute dankbar und dafür gehe ich immer wieder gerne auf Vortragstour und vielleicht sehen wir uns demnächst mal bei einer meiner Veranstaltungen von Mensch zu Mensch. Vielen Dank.